Und was Sie jetzt hier neben mir sehen, ist einer der wohl prominentesten Rockstars, der im damaligen West-Berlin gelebt hat. Nee, nicht David Bowie. Im Gegensatz zum glamourösen Briten hat er seine Karriere hier gewissermaßen gestartet. Nick Cave. Jetzt gibt es ihn auch als Comic in einer gezeichneten Biografie von Reinhard Kleist. In weiten Teilen geht es um die West-Berliner Zeit. Dabei hat Kleist auch die Bilder, die er selbst bei den Songs im Kopf hatte, zu Papier gebracht. Tupelo ist einer der ersten von inzwischen vielen Klassikern, die Nick Cave in seiner West-Berliner Zeit geschrieben hat. Here come to Tupelo, come to Tupelo. Ein Song, der wie eine lange, düstere Geschichte wirkt. Ich möchte die Bilder, die in meinem Kopf bei den Songs entstehen, nachzeichnen und für den Leser dann auch erfahrbar machen. Und es ist ja bei ihm, dass er den ganzen Kosmos, ganze Welten entstehen lässt und mit Figuren bevölkert. Und das ist für einen Comiczeichner eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, Geschichten dort spielen zu lassen. Reinhard Kleist folgt Cave über viele Seiten durch seine West-Berliner Zeit. Er fängt die Stimmung im legendären Club Risiko ein, in dem Bad Seeds-Gitarrist Blixer Bargeld-Barkeeper ist, und macht die für den Australier unerträglichen Temperaturen des West-Berliner Winters spürbar. Kreuzberg in den 80ern, Nick Caves Rückzugsgebiet. I mean, it seems I spent 3 years in Kreuzberg. Ich habe 3 Jahre in Kreuzberg verbracht. Ich habe die Ecke irgendwie nie richtig verlassen. Damals gab es da einfach alles, was man brauchte. Es ist einfach ein wundervoller Ort. Der Comic ist schwarz-weiß, aber Kleist hat auch Bilder koloriert. Diese Outtakes erscheinen in einem zweiten Buch. Keine Frage, der Zeichner ist selbst großer Nick Cave-Fan. Der Sänger hat bei dieser Biografie übrigens ein gewisses Mitspracherecht. Ich habe immer wieder gemerkt, wie sehr er das schätzt, dieses Projekt. Und wir haben uns auch ein paar Mal getroffen. Und diese Treffen waren für mich wahnsinnig hilfreich, weil sie mir sehr viel Unterstützung gegeben haben. Am Ende führt die 328-seitige Karacho-Fahrt durch Nick Cave's Song-Kosmos mitten in die Hölle, immerhin mit Blues-Legende Robert Johnson auf dem Beifahrersitz. Dieser Comic ist eine spannend erzählte Geschichte, die Cave ein Denkmal setzt. Kritische Nuancen, Fehlanzeige. Aber wozu auch, die Stimmung ist sowieso schon düster genug. To Geneva.